Ja, liebe Freunde, willkommen mal wieder zu einem weiteren Let's Test. Und zwar, wie ihr seht, Bausimulator 2015. Falls ihr fragt, hier links unten, nein, ich spiele nicht mit Controller. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Also ich kann jederzeit mit dem Controller spielen anscheinend. Weil ich habe mir so ein bisschen mal die Tastaturbelegung angeguckt und die ist eigentlich so gut wie bei jedem Fahrzeug anders. Und da habe ich mir dann gedacht, oh, jetzt bin ich nicht mehr im Startmenü, sondern ich habe jetzt irgendeinen Knopf gedrückt. Also da habe ich mir die Tastenbelegung angeguckt und da bin ich mir dann noch nicht so sicher, ob ich das dann vielleicht doch nicht ab und zu mal mit dem Controller spiele. Aber ich würde jetzt sagen, wir legen hier erstmal ein neues Profil an. So, Name ist natürlich... fuck. So. Firmenname ist... ich nehme jetzt einfach mal das, weil das ist so eine Firma, so eine Baufirma bei uns in der Nähe. Firmenfarbe, auf jeden Fall grün. So ein anderes Grün. Ne, gibt leider nur das Spielfigur 1. Boah, Neger. Es gibt nur 5. Ne, 6. So. Der sieht auch gut aus. So, bestätigen. Spielzeit 0. Okay, muss ich das jetzt auswählen? Karriere stärken. Okay, ich habe auch gesehen, es gibt mehr Spielermodus. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, wir starten mal die Karriere. So, also die Ladezeiten sind eigentlich recht in Ordnung. So, 100%, jetzt bin ich mal gespannt. Am Bahnhof in Wolfsheim. Ah, da bist du ja endlich. Du musst Jabak sein. Echt? Ja. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Hans-Peter. Besser Name ist euch auch nicht eingefallen, oder was? Aber du kannst mich gerne Happe nennen. Okay. Hallo, Happe. Danke, dass du mich hier am Bahnhof abholst. Bin schon gespannt darauf, was mich hier erwartet. Na, erstmal wartet jede Menge Arbeit auf uns. Am besten, ich zeige dir erstmal alles in Ruhe und dann stürzen wir uns in die Arbeit. So lernt man am schnellsten. Okay, ich freue mich schon drauf. Ich freue mich echt drauf, die großen Maschinen bedienen zu dürfen. Mal ganz langsam. Erstmal fahren wir zum Firmengelände. Siehst du den kleinen weißen LKW mit Pritsche da drüben? Steig doch mal ein und fahr ihn rüber zu unserem Firmengelände. Ich zeig dir auf der Karte unten links, wo das ist. Wow, ich soll mich direkt hinter das Steuer von einem LKW setzen? Yippie-yay! Yippie-yay-yay! So, also so weiß ich, dass ich die Maus bewegen kann. So kann ich laufen, so kann ich langsamer laufen. Total logisch, dass ich mit Shift langsamer laufen kann. So, dass ich mit F das mache, das verwirrt mich gerade noch ein bisschen. Firmengelände Dorf. Das Firmengelände ist der zentrale Ausgangspunkt für all deine Aufträge. Hier stehen deine Fahrzeuge, wenn sie gerade nicht umgebaut sind. Aber wenn du Fahrzeuge zurücksetzt, laden sie wieder hier auf dem Hof. Okay. Da bist du ja. Stell den LKW einfach hier irgendwo ab und komm zu mir rüber.
Okay, also wenn, dann brauchen wir den Kurve-Kräfte. So, oder? Stell dich aus, wieder mal auf. Nein. Nein. HP ansprechen. So, da wären wir. Das ist unser Firmengelände. Klein, aber fein. Ich denke, für den Anfang sollte das genügen. Da drüben siehst du unseren derzeitigen Fuhrpark. Wir haben zwei LKWs, einen kleinen Bagger und einen passenden Anhänger, um ihn zur Baustelle zu transportieren. Wie die Fahrzeuge im Einzelnen funktionieren, dazu kommen wir gleich. Okay, bin schon sehr gespannt. Womit starten wir denn? Wir wurden beauftragt, eine Zuleitung für eine Zisterne zu legen. Okay. Dafür brauchen wir einen kleinen Bagger. Da sich der Bagger nicht für die Straße eignet, bringen wir ihn mit dem Anhänger zur Baustelle. Fahr mit dem LKW vorsichtig an den Anhänger ran. Sobald du richtig stehst, kannst du ihn ankuppeln. Okay, alles klar. Dann hoffen wir mal, dass alles klappt. Ich hoffe, wir haben eine gute Versicherung. ja, das hoffe ich auch für dich. Noch ein Tipp. Den aktuellen Auftragsstatus und deine Aufgaben siehst du in den Balken auf der rechten Seite. Wenn du vorne auf das Icon der jeweiligen Aufgabe klickst, dann erkläre ich dir nochmal kurz, was du machen sollst. So weißt du immer, was du tun sollst, was zu tun ist. Gut zu wissen, dann kuppeln wir mal den Anhänger an. Drück die Daumen, dass alles gut geht. Ich finde es gut. Lol, der hat sich jetzt wegteleportiert. Ich finde es gut, dass da noch so ein bisschen Story dabei ist. Also dass so ein bisschen also dass der Typ so ein bisschen erklärt. So, ankuppeln mit C. Okay. Stützen einfahren mit Links, Shift und Q. Sollten wir gedrückt haben. Okay, gut. Wieso fährt der nicht so wenig? Oh! Wenn ich hier unten links kann. Da bist du ja, stell den Wagen zwischen den vier orangen Pylonen ab. Oh, okay. Ups. Ja, okay. Ach, leck mich doch. Ich soll den Anhänger jetzt da abstellen. Okay. Einfach mal. Guck. So. Achso, ich muss den abkurbeln, glaube ich, ja. Okay, ich fahre hier raus. So. Und das fahre ich hier aus.
Ach so, vielleicht bin ich. Zu ihm kommen. Na, das ist ja schon ganz, das hat ja schon ganz gut geklappt fürs Erste. Na klar, was denkst du denn? Ich bin ja kein Anfänger mehr. Jetzt mal ganz langsam, Chabak. Ich lade erstmal den Bagger ab und erkläre dir, wie man das Ding richtig steuert. So. Steig in den Bagger ein. Pass auf. Was wir hier haben, ist ein kleiner Raupenbagger. Im Gegensatz zu einem LKW steuerst du hier die beiden Ketten. Und zwar unabhängig voneinander. Jeweils nach vorne und nach hinten bewegst du eine Kette nach vorne und die andere nach hinten dreht sich der Bagger. Logisch, wie benutze ich die Schaufel? Der Profi nennt das Löffel. Um den Kanal auszuheben, musst du zunächst zum Fahrmodus in den Betriebsmodus wechseln. Dann kannst du den Arm und den Löffel bewegen, sowie die Kabine drehen. Schalte in den Betriebsmodus, um zu sehen, welcher Hebel was macht und hebe den Kanal aus. Okay, wie kann ich denn den Modus ändern? Mit WASD arbeiten muss. Perfekt. What?
Jo, jawohl. Ich bin's bei dir. Was soll ich machen? Muss ich da jetzt wieder einsteigen? Was muss ich jetzt machen? Hallo? F. Wo kann ich draufklicken, um zu wissen, was ich machen muss? Da? Oder da? Was muss ich machen? Hallo? Kann ich den wegpacken oder sowas? Sauber machen kann.
blinkt irgendwas auf der Map. Ich glaube, da muss ich jetzt hinfahren. Ich weiß nicht genau, was da geblinkt hat, aber... doch irgendwie so was tun. Ah, guck, Ort entdeckt. Baustoffhändler. Link, 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 link. Okay, hier komme ich nirgends rein. Jetzt will ich wahrscheinlich mit dem reden. Menü öffnen. Toilettenkabine. Leihfahrzeuge. Okay. Aber was genau soll ich jetzt machen? Liebes Spiel. Und jetzt hat mich ja gefragt, ob ich weiterbackern möchte, und habe ich gesagt, nein. Okay. Aufträge. Wo bin ich denn? Okay. Bahnhof. Jetzt möchte ich aber gerne mein Fahrzeug zurücksetzen. Und das geht wie? Naja. Alter. Ich glaube, ich fahre jetzt einfach mal zum Bahnhof. Die geht ja mal gar nicht. Probier ich mal mit dem Dings zu spielen, ob das geht. Naja, also das ist ja... ach du Scheiße. Kann ich da einstellen? Controller Dead Zone. Mach ich das mal hoch. Empfindlichkeit hoch, niedrig. Bitte hoch. Ich fahr jetzt einfach mal zum Bahnhof. Jetzt hier links. Was passiert denn jetzt?
wenn ich hier entlang fahre. Das geht sogar. So, wie zum Fick kann ich jetzt ein Fahrzeug zurücksetzen? Jetzt muss ich jetzt doch nur in den Optionen nachgucken. Im Handbuch. Mitspieler, Online-Spieler, Vorpark. Ich möchte gerne wissen, wie ich zurücksetze. Tastenbelegung. Zurücksetzen von Fahrzeugen. So. Wo gehobelt wird. Eine Kollision mit einem Fahrzeug fällt häufiger, wo man sich besser nicht. Für diesen Fall kann man diesen Fahrzeug per Reset-Funktion Backslash oder Reset-Button. Backslash, also das da. Ah! Okay. Alles klar. Mich interessiert es jetzt, ob da auch irgendwie ein Zug entgegenkommt oder sowas. Boah, also die Schienen, die sind ja ein richtiges Hindernis. What the fuck? So, also es scheint uns kein Zug entgegenzukommen. What the fuck? Nein, nicht umkippen. Backslash. Oh nein, du Hallo, Kamera. Danke. Ich kann doch hier bestimmt auch irgendwas machen. Aussteigen. Das heißt, ich schätze mal, da ich nicht hier interagieren kann. Gleis 3 bei zwei Gleisen, auf jeden Fall. Da ich hier auch nicht interagieren kann, schätze ich mal, dass hier auch keine Züge fahren. Bisschen lahm. Dann würde ich sagen, ich fahre wieder zurück zur Baustelle. Weil vielleicht hat der Chef jetzt was für mich. Immer noch nicht. Dann gucken wir mal, ob wir einen Auftrag haben. Verfügbare Ausschreiben. Die erste Aufgabe. Baggere den markierten Bereich aus. Abschnitt 4. Ich möchte das Auftrag abbrechen. Ja. So. Ja, ist in Ordnung.
Spaß. Neue Ausschreiben sind verfügbar. Ausbau im Familienhaus. Was heißt das? Containertransport. Ja, da würde ich einfach mal sagen, das machen wir. So. Einsteigen oder Y, alles klar. Und ich habe mich jetzt einfach mal entschlossen, mit dem Controller zu spielen. Also ich sag mal hauptsächlich hier die Fahrzeugsteuerung. Und damit mit dem Controller kann man wenigstens ein bisschen noch gut steuern. Oh, dann kann ich die Kameraperspektiven. Okay, sehr, sehr realistisch. 105 fahren wir. Leitplanke, Leitplanke, Leitplanke. Ah, guckt es euch an, da kommt der Zug also raus. Hallo? Kamera, 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 Kamera? Macht die Kamera auch mal was? Okay, das mit der Kamerasteuerung, das haben sie irgendwie nicht drauf. Was ich aber lustig finde, da ist das Quietschen der Reifen mit dabei. Boah, jetzt häng ich da mit meinem Spiegel, Alter. Vor allem ist das ein... Dass ein Ding auch so dicht da dran steht, ist natürlich auch total logisch. Was machst denn du? Ich fahr mal so. Was? 50? Interessiert mich nicht. Ich darf hier so schnell fahren, wie ich will. Oh Gott. Haben wir gut gemeistert. Ah, das war noch gelb. Das muss ich gucken, ich muss links. Fahre gleich immer auf der Spur. So, links. Und dann muss ich... bleiben. Da hinten sehe ich den Hafen. Ich muss hier rechts. Alter, ohne Scheiß. Liebe Spieleentwickler. Die Steuerung, die geht gar nicht, ja. Also, die Steuerung der Fahrzeuge. Leute, habt ihr da was gesoffen, oder? Das ist ja so unrealistisch. Oh, Junge. Die ist so schwammig. Und vor allem das Fahrzeug zieht noch extrem nach. Weißt du, jetzt, ich lenke schon gar nicht mehr, aber... Du darfst hier immer nur minimale Bewegungen machen. Ah, das war auch noch gelb. Neuen Ort entdeckt. Ja, passt. So, wo muss ich jetzt hin? In das Spiel.
Hallo? Okay, welchen Container muss ich denn jetzt mitnehmen? Können wir das mal irgendeiner sagen? Würde mir irgendwie... Ach, naja. Würfel dazu. Ein einsamer Container. Okay. Ich sehe zwar kein Schiff, aber... So. Okay, jetzt muss ich mir nachgucken, wie man den denn bedient. So, das ist ein Absetzkipper. Stützen, ausfahren. So. Last abladen, Arme ausfahren, Pfeiltasten links. Achso, das ist das. Ah. Last anhängen. Jawohl, die Ketten dehnen sich erst. Ankuppeln. Würde jetzt wahrscheinlich egal sein. So, wo muss ich jetzt hin? Du kannst so nicht schneller fahren. Ja, wieso denn nicht? Habe ich das nur angehängt oder? So, jetzt C. Hm? Okay, what the fuck? Du kannst so nicht schneller fahren. Ja, jetzt sag mir doch wieso. Ja, wieso denn nicht? What? FHV back... What? Halt schließen. Was ist der Unterschied zwischen C und LOL? Ich konnte nicht so schnell fahren, weil das Ding nicht eingefahren war oder was?
Boah, Alter. Gib mir diese Kamerasteuerung auf den Piss. Wenn du mir jetzt nur sagst, wo ich hin muss. Ich muss ja zum Kieswerk. Setz ich mal. Oh. Ich bin vor dir dran. Alter, lenk doch. Alter, drück mich nicht weg. Muss ich links und dann muss ich rechts. Das ist aber geschickt, dass der gerade grün wird. Boah, jetzt bleibe ich an der scheiß Ampel hängen. Alter, ohne. Das gibt's denn nicht. Irgendwie wird doch hier das gehen. Fahrverhalten, Arcade, ausgewogen, Simulation, was ist Arcade? Ja, das sieht schon besser aus. Dann kann ich ja mit dem Controller spielen. Weil die andere Steuerung, die ist ja überhaupt nicht simuliert. Die ist einfach nur abgrundig schlecht. Weil ich sehe nichts. Oh. Ich glaube, ich muss doch mit Maus und Tastatur fahren. Weil sonst geht es hier mit der Kamera nicht. Das ist irgendwie nicht möglich. So. Bin ich gespannt, ob ich zu dem Kieswerk muss oder zu einem anderen. Ich habe mir jetzt ja das Ding selber gesetzt und ich weiß ja nicht, ob... Oh Gott! Kieswerk. Okay, wo muss ich den abladen? Ich glaube da, oder? Ausfahren. So, dann einmal den hier. Okay. Perfekt. Last abgehakt. Was gibt's denn noch? Aufträge. Modernes Familienhaus mit Holzverkleidung. Villa mit gepflasterter Anfahrt. Okay, ich versuche jetzt einfach mal das hier. Ach du Scheiße. Packere den markierten Bereich aus. Besorge. Okay, mache ich jetzt einfach mal. Besorge was? So wie ich nicht lesen kann, egal.
Jetzt gibt Gas. Also das Fahrverhalten gefällt mir doch schon viel besser. Wir merken, dass sowas anscheinend Arcade heißt oder Arcade. Oh Gott. So, jetzt wo muss ich hin? Ah, wir sind wieder in Wolfsheim. Ist da die Baustelle jetzt eigentlich immer noch? Nee. Warte mal. Da wurde jetzt ein Haus gebaut. Lol, jetzt ist die Baustelle da daneben, wo vorher ein Haus stand. Okay, warte, ich muss da hinten irgendwas besorgen und mein LKW, der liegt da immer noch. Der Backe und der Anhänger auch. Hallo. Ich muss hier irgendwas holen. Ah ne, mit dem anderen muss ich was holen. Ja, und was genau jetzt? Also dann support jetzt erstmal hier. Oh lol. Jetzt brauche ich das mal hier. Jetzt hier steht. Okay. Zurechtschieben. Aber was macht das denn? Ui, ich kann es euch sagen. Also wenn jemand Lust dazu hat, und so baubegabt ist oder irgendwie Spaß daran hat, dann ist es auch wirklich Stützfilm ist eingeführt. Mami. Hallo? Stützfuß? Durch den Fall ging der Stützfuß ein. Oh, mit E. Hallo? Hallo, anhören? Neue Ausschreibungen sind verfügbar. Boah, lass mich doch diesen Scheiß jetzt endlich mal ankoppeln. So, jetzt. Muss ich da gehen? Nee.
Pick halt gar nichts. Nee, das ist nicht. Alter, das kannst du ja vergessen. Also, ich würde mal sagen, das war's hier. Die Steuerung ist echt unter aller Sau. Muss ich wirklich sagen. Aber ich denke mal, das reicht für das letzte Test. Ich weiß jetzt nicht, wie lang es ist. Aber ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Also, falls es euch interessiert, guckt gerne rein. Also, die Grafik geht eigentlich, finde ich, völlig in Ordnung. Plus die Steuerung und alles. Nein, also warum ich jetzt hier die Stützräder nicht einfahren kann, weiß ich jetzt nicht. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Let's Test und bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.